eben ja, bei uns gibt es heute Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Puderzucker drauf. Oh, ich lieb's. Aber es ist doch immer ein bisschen Arbeit, den Teig für den Kaiserschmarrn zubereiten. Denn ein richtiger, originaler Kaiserschmarrn gehört ja wirklich die Eier getrennt und der Eischnee wird dann schön unterhoben, dass er richtig, richtig schön fluffig wird. So habe ich es bis jetzt auch immer gemacht, bis mir eine liebe Abonnentin auf Instagram hat mir erst ein Rezept zukommen lassen, und zwar einen Kaiserschmarrn-Rezept, wo ich mir dachte, ach, Kaiserschmarrn-Rezept, was soll da so besonders dran sein? Ich habe es probiert und ich sage euch, Leute, ich mache keinen anderen Kaiserschmarrn mehr. Ihr kennt mich, bei mir muss es ruckzuck gehen und deswegen gibt es heute auch ruckzuck Kaiserschmarrn. Ihr braucht schon mal keine Waage, ihr müsst euch nichts abwiegen und wir müssen keine Eier trennen und die Fluffigkeit für den Teig bekommen wir durch Schmand. Ich zeige es euch jetzt, wie ich den Teig mache und dann machen wir sogar noch zusammen in der Pfanne den Kaiserschmarrn und ich sage euch, köstlich. Ja, wir brauchen für unseren Kaiserschmarrnteig ein bisschen Mehl, ein bisschen Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Salz, Eier und Schmand. Und das Mehl und der Zucker wird einfach nur mit Esslöffel abgewogen oder abgemessen sozusagen. Also wir müssen nichts wiegen. Ich schreibe euch das genaue Rezept unten in die Infobox und dann noch 4 Eier und den Schmand dazu und verrühren. Also jetzt geben wir mal Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, alles rein. Dann noch die Eier. Und dann den Schmand. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also ich bin wirklich gespannt, ob ihr noch Eier trennt weiterhin für den Kaiserschmarrn ob ihr auch diese Variante wählt. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, mit Schmand überhaupt nicht. Denke ich mir, hä? Kaiserschmarrn mit Schmand? Wenn ihr jetzt ein Rosinenfan seid, dann könnt ihr natürlich auch Rosinen mit reingeben. Aber ihr wisst das vielleicht von mir, boah, Rosinen geht bei mir überhaupt nicht. Boah, da schüttelt es mich gleich beim Gedanke an Rosinen. So, wir haben alles drin. Jetzt wird es als erstes mal 10 Sekunden auf der Stufe 2 einfach nur miteinander verrührt. 10 auf 2. Und im Anschluss 20 Sekunden auf der Stufe 4. Und dann ist der Teig fertig. 20 auf 4. Fertig. So. Jetzt setze ich gleich mal meine Pfanne auf. Natürlich könnt ihr die doppelte Menge machen. Ich mache jetzt bloß die einfache Menge, weil ich es jetzt bloß fürs Video zeige. Aber für uns drei mache ich natürlich von allem gleich die doppelte Menge. Ich schreibe es euch aber unten in die Infobox mit rein. Und jetzt erhitze ich mir eine Pfanne. Ihr fragt mich wahrscheinlich gleich wieder, was für eine Pfanne das ist. Das ist eine ganz günstige Pfanne von Rewe. Und die liebe ich einfach. Die nehme ich immer für Pfannkuchen Kaiserschmarrn, weil einfach nichts haften bleibt. Aber dann nehmt ihr einfach eure ganz normale Pfanne her, wo eben nichts haften bleibt. Dann gebe ich in meine Pfanne Albaöl hinein. Alternativ, wenn ihr das Albaöl nicht habt, was ihr euch natürlich total ans Herz legen kann, dann nehmt ihr einfach etwas Butter. Aber ich nehme nur noch Albaöl, denn das hat einen richtig schönen Buttergeschmack. So schaut der Teig aus. Jetzt bin ich mir bloß jetzt sicher, ob ich jetzt alles auf einmal da reinkippe. Oder ob ich es auch zweimal machen soll. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Weil normal mache ich auch immer gleich die doppelte Menge und mache es dann auf dreimal in der Pfanne. Oder ihr nehmt kleine, größere Pfanne her. Jetzt gucke ich mal beim Ausgießen. Jetzt guck mal einfach, so wie es kommt, so kommt es. Du bleibst da stehen. Könntest du schon sehen, da, ja. Ich gebe gleich alles rein. Und jetzt machen wir ruckzuck einen Kaiserschmarrn. So, jetzt warten wir einfach. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich schon, wie ein Kaiserschmarrn funktioniert, wie der jetzt abgebraten wird in der Pfanne. Jetzt warten wir einfach, bis er unten ein bisschen braun wird und dann fangen wir einfach an, den ein bisschen zum Zerstechen. Ich gehe da eigentlich immer schon so ein bisschen rein und löse das Ganze.
Und der Puder Zucker oben drüber und auch Apfelmus dazu. Könnte ich mich reinsetzen. So, jetzt habe ich euch ein bisschen näher dazu, kurz ist zwar ein bisschen mein Kopf aufgeschnitten, aber ich glaube, so könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Ja, jetzt fängt es eben an, unten langsam fest zu werden und dann mache ich das eigentlich, ja, ich fahre eigentlich immer so rein, raus und dann zersteche ich das Ganze. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Ja, vielleicht hätte man es doch auf zweimal machen sollen. Einfach zerstechen. Das andere lassen wir schön anbraten noch. Oh, da freue ich mich. Den lasse ich mir jetzt ganz alleine schmecken. Denn für uns alle ist es zu wenig. So. Genau, einfach immer ein bisschen umrühren und zerstechen. Und wichtig ist nur, dass ihr wirklich eine gute Pfanne habt, dass euch nicht alles ankleben bleibt. Temperatur habe ich immer noch auf 9, also auf volle Pulle noch. Ja, nächstes Mal mache ich es auf 2-mal. Dann geht es einfach ein bisschen einfacher. Oder nimm eine größere Pfanne. Ich glaube, ihr könnt es schon sehen. Richtig schön gelb ist er. Und oh, traumhaft. Jetzt schalte ich ein bisschen runter. Jetzt ist es mir doch zu heiß hier. Und rühre und mach's klein. Und dann ist er eigentlich ist er schon fertig. Und er ist fluffig. Also ich hoffe, ihr könnt das wirklich sehen, dass das so richtig aufgegangen ist. Also fluffig ist. Günni liegt neben mir und träumt gerade. Hört ihr das? Er träumt. Keine Ahnung von was, auf jeden Fall mit Geräusch. Ja, so lasse ich ihn, so ist er perfekt. Ach, herrlich. Genau so lasse ich ihn. Schalte ich aus. Und dann gebe ich da Puderzucker oben drüber. Und dann, ich denke mal, Apfelmus. Gehört auch dazu. Ich mache doch noch ein Glas Apfelmus auf und dann lasse ich es mir schmecken. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Unbedingt mal aus. Also ich kann es euch nur empfehlen, den Ruckzuck-Kaiserschmarrn mal nachzumachen und er schmeckt einfach nur göttlich. Schreibt mir doch dann unbedingt in die Kommentare rein, wenn ihr nachgemacht habt, wie ihr ihn findet, ob das jetzt schon ein Kaiserschmarrn ist oder ob das mit Kaiserschmarrn gar nichts zu tun hat, aber ich finde, das ist wirklich ein mega geiler Kaiserschmarrn. Würde mich echt interessieren, gebt mir Feedback und ich sage tschüss, bis ganz, ganz bald. Macht's es gut, bleibt gesund, eure Ruckzuck-Manu.